So, hallo und herzlich willkommen zurück in Japan und in Stronghold Warlords. Denn wir sind im Krieg. Japan im Krieg. Ein Streit um die Führung des Oda-Clans ist ausgebrochen. Bei der Familienfehde. Nachdem er mit Mitsuhide fertig war, musste Oda entscheiden, wer Nobunagas Erbe antreten sollte. Hideyoshi und der oberste General des Clans, Shibata Katsue, waren sich nicht einig. Sie hatten beide ihre Favoriten. Keiner von ihnen gab nach. Und schon bald verwandelte sich die Verwandlungen okay, in einen echten Krieg. Plötzlich muss Hideyoshi sich verteidigen. Dann Katsues Armeen marsch. Was? Denn. Plötzlich muss Hideyoshi sich verteidigen. Dann Katsues Armeen marschieren gleichzeitig auf und mehrere seiner Bündnistruppen. Denn, ich glaube, das ist gerade ein bisschen. Verwandelten sich die Verhandlungen in einen echten Krieg. Plötzlich muss Hideyoshi sich verteidigen, denn Katsues Armeen marschieren gleichzeitig auf und mehrere seiner Bündnistruppen zu. Auf mehrere seiner Bündnistruppen. Okay, bin verwirrt. Egal. Verstärkt die Verteidigung und beschützt die Oda-Verbündeten. Vertreibt Katsue aus den Oda-Ländereien. Verhindert, dass Katsue die Kontrolle über die Region erlangt. Beschützt den Fürsten um jeden Preis. So, hier ist die Aufwertung eurer Kriegsherren wichtig, um größere Lieferungen warten und um größere Lieferungen, neue Waren sowie bessere Hilfstruppen zu erhalten. Sorgt stets dafür, dass eure Kriegsherren von gepanzerten Wachen beschützt werden, um eine einfache Gefangennahme zu verhindern. Baut eure Waffenwerkstätten auf und stellt sicher, dass sie auf Hochtouren arbeiten. Verteidigt die am weitesten entfernten Kriegsherren, solange ihr könnt, aber zieht euch rechtzeitig zurück, um nicht zu viele Truppen zu verlieren. Setzt die Reparaturfähigkeit von Kriegsherren ein, damit sie länger durchhalten und euch mehr Zeit verschaffen. Mit ein wenig Planung könnt ihr einen Kriegsherrn mit Hilfe eurer eigenen Burgmauern beschützen. Okay. Ich bin gespannt. Das hört sich irgendwie nach einer Verteidigungsmission, aber auch Angreifmission an. Ich weiß nicht, ob es irgendwann so, ja, wir greifen jetzt erstmal die ganze Zeit an und besiegt die Invasoren und dann greift ihn an. Kein Plan. Wir werden sehen. Das war aber auch gerade die Stadt, die wir gerade besiegt hatten. Gerade. Sag mal, gerade. Eine Nachricht von Hideyoshi. Katsue glaubt, er kann meine Burgen zerstören, bevor ich sie schützen kann. Ah, ihn können wir schützen. Schon bald wird er merken, dass er mich nicht unterschätzen sollte. Exzellenz, wir müssen unsere Kriegsherren vor Katsuyes Angriff schützen. Genauso wie auch unsere Burg. Wenn wir sie nicht halten, dann ist der Kampf verloren. Ja, ich bin gerade ein bisschen erstmal verwirrt. Standardmäßige Verwirrtheit setzt ein. Ist sehr effektiv. So. Huch. Huch, was passiert? Wieder ein kleiner Lag. So, Armbrustschützen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Rüstungsschmieden sehr, 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 sehr wichtig. Ein Belagerungscamp? Weiß ich nicht. Ach, wahrscheinlich, wenn ich hier halt meine Leute halt hier hinstelle. Ja, ja gut. Jawohl. Hier ist halt einer. Bewegen. Greifen und die werden wahrscheinlich auch hier angreifen. Ach, ich dachte gerade schon, die gehören mir noch nicht alle, ey. Wie ihr wünscht, wie ihr wünscht. Bemannen wir erstmal mit ihm die Mauern.
Katsuyes Armeen sind schon ganz in der Nähe. Ihr solltet die Verteidigung eurer Kriegsherren so gut wie möglich verstärken. Ja, ja, chill mal. Chill, chill, chill. So. Ihr werdet erstmal rübergehen und ihn dann hier da oben verteidigen und ihr werdet ihn hier verteidigen. Ich bin eins. Meister. Oyobi de? Oh lol. Hai, ikimashou. Mein Geist ist klar. Boka. Ach, die sind noch am Laufen. Ja gut. Bereitet euch auf die letzte Invasion vor. Katsuyes Armeen greifen unsere Kriegsherren an, Hoheit. Wir werden angegriffen. Der Feind nähert sich. Ich befinde mich im Gleichgewicht. Ja, das ist noch in Ordnung. So. Das hier wird wahrscheinlich unser Defense-Burgherr werden. Fürst-Typ. Nicht genügend Stein, Exzellenz. Mhm. Stein. Wie ihr wünscht. Feuerpfeile sind angelegt. Unsere Pfeile sind scharf. Der Feind nähert sich. Ja, tatsächlich, die wehren wir ganz gut ab. Holt den Wagen hier rüber. Okay. Das wäre schon mal das. Eure Waren wurden verschickt. Er, glaube ich, die Mauern bemannt. So. Ich würde tatsächlich auch ganz gerne die Seite hier dann auch noch recht beschützen. Ganz gerne. Hier waren, genau, ganz viele Bogenschützen. Und Schwertkämpfer. Ich würde dann nämlich noch Armbrustschützen dazu holen. So, die Produktion muss auf jeden Fall geschützt werden. So, hier können dann auch noch mal zwei hin. Eure Waren wurden verschickt. Eure Waren wurden verschickt. Angriff ausführen. Wow. Unnötiger geht's ja wohl nicht. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. So. Der Feind nähert sich. Ich bin hier. Ja, die kriegen wir noch verteidigt. Oh lol. Ach, ich dachte gerade schon. Feuerpfeile sind angelegt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Als nächstes baue ich eine Teeplantage. Tee ist eigentlich immer ganz gut, ne? Der Feind nähert sich. Er benötigt Holz, Exzellenz. Ja. Wie ihr wünscht. Unsere Pfeile sind scharf. Ja. Ja, die rechte Stellung ist ein bisschen schwächer als die linke, glaube ich. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Theoretisch fehlt mir Stein. Eure Waren wurden verschickt. So. Lasst 5 Kriegsherren vom... Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Der hier, der muss beschützt werden, auf jeden Fall. Wenn hier... Ich mache das immer so, wenn meine Nahkämpfer fallen, dann ziehe ich meine Fernkämpfer zurück. Fernkämpfer ist, glaube ich, immer wichtiger zu behalten. So. Weil wenn wir jetzt Tee anbauen, können wir nämlich nochmal ein bisschen das Geld erhöhen. Der Ochse, das ist die Schildkröte. Die Schildkröte, ja, das sind die hier. Wir werden angegriffen. Der Feind nähert sich. Eure Waren wurden verschickt. Können wir derzeit noch alles gut verteidigt? Ihr benötigt Waffen, Hoheit. So, dann... Der Steinbestand ist zu gering. So. Der Feind nähert sich. Ich bin hier. Ich befinde mich im Gleichgewicht. Ich beginne die Reise. Okay, sehr gut. Wie ihr wünscht. Das kriegen wir hier noch verteidigt. Und auf der anderen Seite auch. Okay, der nächste Angriff könnte hart werden. So, ich glaube tatsächlich, dass diese Stellung sehr gut verteidigt werden könnte. Könnte auch noch ein paar Pfeilmacher gleich noch theoretisch bauen. Dafür bräuchte ich auch wieder Holz. Der Feind nähert sich. So, Stein, Gemüse, Bauern bemannen, Stein, nix. Kriegen wir verteidigt. So. Ich
Ihr solltet eigentlich schon den Turm hoch. So. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Wie ihr wünscht. Feuerpfeilwagen ist bereit. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass die linke Seite ganz gut verteidigt werden kann. Die rechte Seite, ich könnte mir vorstellen, also der wird irgendwann hier auf jeden Fall fallen. Wenn ich keine Leute theoretisch nachschicken würde. Ja. Und ansonsten, ja, wir haben wir halt hier noch unsere Stellung. Die natürlich, ja, fallen könnte, nicht fallen könnte. Ich kaufe mir einfach mal ein bisschen kleinen Holzvorrat. Das Gold, das kommt wohl schon wieder rein. Wie ihr wünscht. Man schickt tatsächlich immer mehr Männer los. Wie ihr wünscht. Wir werden angegriffen. Ne, jetzt nicht mehr. Frech. Der Feind nähert sich. Das sieht schlecht aus. Okay. Fernkämpfer, zieht euch zurück. Solange es die Schwertkämpfer halten können. So, Mangenplattform, nee, Ballisten. Oder halt so ein Geschütz. Ja, die Schwertkämpfer, die werden es nicht halten können. Aber können wir ihm was Krasses verkaufen? Jo. Der Feind nähert sich. Ich diene einem neuen Herrn. Katsui hat einen Kriegsherrn gefangen genommen, Eure Exzellenz. Wir sollten ihn schnell zurückholen. Ja. Theoretisch würde ich dir recht geben. Yumi no junbi wa totonotte masu. Daijou? Der Feind nähert sich. Muss nur die Schildkröte standhalten. Verstärkungen sind für uns unterwegs. Das ist schön. Eure Waren wurden verschickt, wie ihr wünscht. Unsere Pfeile sind scharf. Oh, nice. Boah, so eine richtig krasse Verstärkung. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. So. Aber stimmt, die müssen, glaube ich, voll den Umweg laufen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich hier die Plantagen hingebaut habe, könnte ich noch nicht mal einen einfacheren Durchgang machen. Naja. Einmal das Katapult bitte wegmachen. Danke. Der Feind nähert sich. Ja. Ishiumi, Junbi kanryo.
Wie ihr wünscht. Taichou, nan de shou? Watashi tachi wa tada no ryōmin desu yo. So, die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Kabe ni, wir werden angegriffen. Senkai no tsukare ga nokotteru desu. Der Feind nähert sich. Oh, lol. Aruki tsuzuke yo. Hai, hai, ikimasu yo. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ja, schnell Mauern bemannen, ne? Stekan ga kochira ni. Alter, wie viele. Aber die sind dumm. Die KI haben die, glaube ich, noch nie gefixt. Eine Nachricht von Hideyoshi. Seid stark. Katsue greift mit allem an, was ihm zur Verfügung steht. Doch ich werde meine Verbündeten nicht im Stich lassen. Jo, das glaube ich dir. Nur derzeit können wir gerade nicht viel tun. Bin ich ehrlich. Ja, ihr könnt hier oben bleiben. So, aber Armbrustschützen begeben sich ja schon in Stellung, das ist ganz gut. Boah, wie die auch teilweise wegmachen. Der Feind nähert sich. Ah, deswegen konnte ich, glaube ich, gerade keine weitere setzen. Nee, daran lag es, glaube ich, wohl nicht. Wir halten Ausschau nach dem Feind. Ja, die kommen nicht weit. Der Feind nähert sich. Hm. Verstanden. Ja, hier werden unsere Leute zwar immer ein bisschen weniger, aber auch nur ein bisschen. Der Feind nähert sich. Ich weiß gar nicht, was das bringt, ihn jetzt im Prinzip zu verbessern, aber ich mach das einfach mal. Da holen wir doch mal jegliche Armbrustschützen, die wir bauen könnten, holen wir mal dazu. Wer will sich da denn gerade durchkloppen? Rekruten werden benötigt, Hoheit. Ah, okay. Aber die werden ganz gut von meinen Armbrustschützen weggemacht. Oh. Könnte theoretisch dann danach wieder einen Ausfall machen. Ja. So. Befehl. Wir werden angegriffen. Der Feind nähert sich. Ja, bevor die hier durchbrechen, dauert das noch ein bisschen. Dadurch habe ich hier zu viele Pfeil-Dinger. Dinger. Raketenwerfer, Pfeil. Raketenwerfer, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen und bin zu faul nachzugucken. Ja, aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass die hier jetzt noch dran vorbeikommen werden. Ja,
Der Feind nähert sich. Ja! Ah! Hoch! Mada, tatakau no desu ka? Shinitake nai. Ikimashou. Taichou! Ki o nuku na. Teki o kougeki. Befehl. Sie werden wie Vieh sterben. So. Das ist ganz gut, dass die Samurai jetzt anfangen zu sprinten. Zumindest schon mal ein bisschen. Jo. Zack. Den haben wir wieder. Ey. Auch da hoch, da oben bleiben. Leute. Okay. Ich unterstehe eurem Befehl. So. Wie ihr wünscht. Der Feind nähert sich. Ja. Ah, wobei, langsam. Aber auch. Langsam wird es hier auch dünn. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, bis zur letzten Invasion überlebe ich das safe. Wie ihr wünscht. Herr Orazan, der kann doch gar nicht mehr die Mauer bemannen. Wie ihr wünscht. So, und der baut einfach nur diese läppischen Dinger wieder auf, ne? Ja. Ja, ist in Ordnung. Ja, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch verlieren werde. Also vor allem 12 Samurai mit 3 kaiserlichen Bannerträgern noch drin. Die zu besiegen wird hart. Für die Gegner, nicht für mich. Also wäre für mich auch schwer, aber ich muss das ja nicht machen. Eure Waren wurden verschickt. Eure Waren. So, und selbst wenn alle Stricke reißen, müssen sie erstmal hier dran vorbei. Schicken wir mal hier ein paar Kriegermönche noch hin. Wir werden angegriffen. Der Feind nähert sich. Sagt uns, wo wir feuern sollen. Ich glaube, diese Stellung wird jetzt tatsächlich fallen. Krass. Und sogar heftig fallen. Könnt ihr mal speichern? Ich diene einem neuen Herrn. Gespeichertes Spiel überschreiben? Ich wollte gerade sagen, in letzter Zeit hat er auch nicht mehr so viel Lust, uns zu antworten, der gute Herr. Erzähler. Ich als Kriegsherr würde mir jetzt auch denken: so, oh shit. Mein Kollege, der baut hier gerade alles dicht. Das sieht nicht gut für mich aus.
Ihr benötigt Stein. Aber eigentlich hat das gar nichts damit zu tun. Dachte mir eigentlich nur so, der Feind nähert sich. Dass falls die Gegner zu nahe kommen, will ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Und nicht dann dastehen mit, oh. Der Feind nähert sich. So. Brauche ich jetzt gleich nur noch eine Treppe. Perfekt. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Yumihe, Junbi wa yoshi. Ja, und ich weiß, dass ich die gerade fallen lasse, aber ganz ehrlich, wir haben es eh fast geschafft. Und ich glaube nicht, dass der mir sonst noch großartig gefährlich wird. Aber ich sehe schon, komm, dann am Ende durchbrechen die hier alles. Oh, ich bin gerade... So. Eure Waren wurden verschickt. Wie ihr wünscht. Eure Waren wurden verschickt. Ja, das Schwein... Hat auch schon mal bessere... Oh, man kann sogar in der Karte reinzoomen. Das ist ja interessant. Das Schwein hat auch jetzt bessere Tage gesehen. Da kommen Samurai hochgestürmt. Ich werde angegriffen. Alter, der hat ja gar nichts gemacht. Ich diene einem neuen Herrn. Ja, schön für dich. Eine Nachricht von Hideyoshi. Wir werden angegriffen. Meine Armeen sind beinahe angekommen. Eure Kriegsherren dürfen nicht fallen. Eine Nachricht von Hideyoshi. Wir werden angegriffen. Richtig auf einmal hysterisch. So. Ja, noch 2 Minuten. Ich bin ganz ehrlich. Dadurch bricht ja unsere Verteidigung nicht. Also hier ist alles safe. Der Feind nähert sich. Hier ist immer noch so eine Sache, aber ganz ehrlich... Kann ich die eigentlich auch mit Diplomatie zurückkriegen, tatsächlich. Könnte ich theoretisch machen. Kaufen wir uns noch mal ein bisschen Holz. So. Dass, wenn wir die nächste Ballistenplattform bauen können, dass wir theoretisch auch 2 bauen können. Wir bewachen diese Mauern. Boah, ganz knapp kann er die nicht treffen. Schick die Bolzen oh. Dahin. Der Feind. Ansonsten kann ich noch irgendwas verticken. So. Oh, ich kann keine Ballistenplattform mehr bauen. Dann baue ich halt als nächstes eine Feuerpfeilplattform. Katsuya hat eine letzte Angriffswelle gegen uns gestartet. Wir dürfen Hideyoshi jetzt nicht im Stich lassen. Hä? Warum waren das jetzt gerade ausgegraut? Oder weil ich halt dafür dann jetzt gerade kein Geld mehr hatte? Oder, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt auch noch kein Geld dafür. Bin verwirrt. So. Die letzte Invasion.
Ich werde angegriffen. どちらへ向かえば? Oh, krass. Das sind einige Samurai. Ich diene einem neuen Herrn. Da ziehen wir uns einmal gediegen zurück. Ich werde angegriffen. Eine Nachricht von Hideyoshi. Krieger, wir haben es geschafft. Es ist Zeit, Katsue von hier ein für alle Mal zu vertreiben. Ja. Oh lol. Boka. Jawohl. Ich diene einem neuen Herrn. Wenn wir noch einen Kriegsherrn verlieren, war das das Ende eurer Herrschaft hier, eure Hoheit? Ja, die Schild... Hä, wieso noch ein? Oh jo, stimmt. Ja, gut. Aber wir machen jetzt gerade Trick 17. Schießen die eigentlich automatisch? Jo. Abwehrvorrichtung wartet auf Befehle. Ein noch schlimmerer Name ging nicht, oder? Oh lol. Feuerpfeilwagen ist bereit. Karada wa kitaete masu. Kere, junbi wa dekite imasu. Der Feind nähert sich. Ein sehr interessantes Angebot. So. Wir werden angegriffen. Da versuchen sie jetzt gerade die Schildkröte zu stürmen. Aber mit den restlichen Samurai werden sie das nicht schaffen, ne? Das, denke ich mal, ist gewonnen. Oh, die haben einen so einen Ballistending kaputt gemacht. Frech. Ja, die Ballisten, die machen echt anscheinend ganz gut Schaden. Wurfgeschützplattform, Feuer! Gucken wir mal. Ja, okay, der hat den jetzt natürlich direkt erlegt. Unsere Pfeile sind scharf. Ja, ich würde mal behaupten, das sieht schlecht aus für unseren Gegner. Ja, der kam am Ende nochmal mit einigen Samurai, aber... Das war's dann auch. Ne, mehr kam von ihm nicht. Und wir haben ja auch noch einige Samurai bekommen. Wäre bestimmt interessant gewesen, wenn sie einmal durchgedrungen wären. Wäre cool, wenn man jetzt nicht unbedingt zwei Leute behalten müsste. Von den Burgherren, Kriegsherren. Wie viele haben wir getötet? Boah, 577. Das war krass. Ja, dann kommt als nächstes die Belagerung von Oda Ware oder Wer oder Where, keine Ahnung. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Videos noch vorbei. Und ja, dann sehen wir uns in einem anderen Video. Bis dahin, bye bye.